Hallo, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JP Performance GmbH. Wir sind ansässig in Dortmund, soweit ich noch weiß. Sicher. Nicht? Ich bin nicht mehr so sicher, ne? Ich auch nicht. Ist irgendwie nichts mehr los hier, ne? Okay. Es geht weiter in Sachen E30 M3. Wir kommen immer weiter und immer näher zur Vollendung des Projektes. Und zwar haben wir mal noch nicht gerade ein bisschen rumgeschraubt, ein bisschen rumgebastelt. Jetzt seid ihr ein bisschen spät dran. Warum hast du nicht früher Bescheid gesagt? Also, Fahrwerk ist da für den E30. Ich muss zugeben, ich habe ein, zwei Fehler gemacht. Und zwar habe ich nicht ganz genau gewusst, wie doll dieser Dämpfer hier aufbaut. Und wie kurz dieser Arm ist. Okay? Mhm. Weil jetzt ist der Arbeitsraum relativ eingeschränkt. Das heißt, wir müssen diese neu fräsen. Okay. Oder neu konstruieren sogar. Dazu kommt, ich weiß nicht ganz genau, ob der Dämpfer so rum montiert werden darf. Theoretisch gesehen, würde ich behaupten, macht es keinen technischen Unterschied. Ob der von hier den so reindrückt oder ob der diese Seite reindrückt. Ja, die Belastung von hier ist meiner Meinung nach identisch. Kugelgelagert sind eh beide Stellen. Das dürfte eigentlich keine großen Probleme verursachen. So, ja, also der Grund ist wie folgt, weil wir können so rum nicht montieren. Diese Hülsen kann man umpressen, ne? Also die kann man hier rausnehmen. Ursprünglich war meine Idee, dass es so rum natürlich drin ist. Okay? Ja. Das wird aber nicht wirklich funktionieren. Okay. Ja, weil wie wir hier sehen, ist das hier zu eng. Und wie wir hier sehen, ist das hier auch zu eng. Wo? Hier unten am Teller. Ja. Okay? Das heißt, die werden wir nochmal neu machen. Das ist natürlich alles Competition, das ist alles das Höchste vom Höchsten, was wir so bei KW bestellen können. Macht auch nur so Sinn, weil die Hülsen und die Längen der Dämpfer und die einzelnen Durchmesser ja alle auf Angabe bauen. Das ist ja kein Dämpfer, den wir nehmen können, weil wir sagen, ja, das ist ein Fahrwerk aus einem Lotus Elise oder sowas. Sondern das ist alles für uns angefertigt und das ist halt bei dem Competition so möglich, weil die diese Teile halt alle einzeln anfertigen. Auf der Vorderachse hingegen haben wir die Räder noch drauf. Lass mal einen Rappen runternehmen. Auf der Vorderachse haben wir eine gekürzte Variante gebaut von einem originalen M4-Dämpfer, weil wir haben, der obere Punkt ist halt ein E30-Dom und der untere Punkt ist ein M4. Auch da, vielleicht liegt, dass ich ein bisschen viel zu tun habe momentan, auch da, glaube ich, ist mir ein Fehler passiert ein bisschen. Also das passt alles super, das ist auch alles komplett in Funktion. Doch, um das Fahrzeug in die richtige Fahrzeughöhe zu bekommen, ist auch hier die Vorspannung jetzt nicht mehr da. Dann steht er halt so jetzt vernünftig. Aber die Vorspannung ist nicht gewährleistet. Vorspannung ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, vor allen Dingen im Moment, wo das Dämpferwerk ausfedert. Und dazu kommt, wenn wir aus dem Vorspannungsfederbereich gehen bei einem Fahrwerk, und gerade bei den Jungs von KW vertraue ich denn da, kommen wir in einen Bereich, wo das Tauchrohr nicht dafür gedacht ist, so tief in den Dämpfer einzudringen. Weil wir sind dann zu tief für die Längenverhältnisse. Bedeutet also auch da, ich habe gerade schon versucht, die zu erreichen, und da ist momentan auch Homeoffice angesagt. Also auch da müssen wir dann höchstwahrscheinlich eine gekürzte Variante entweder im oberen Bereich oder im unteren Bereich anfertigen. Im unteren Bereich wäre es möglich, indem wir den Dämpfer etwas weiter durchstecken würden. Hast du die Nuten noch da? Weil bei den Competition-Fahrwerken ist das so, beim M4 auf der Vorderachse kann man so kleine Verstellteller rausnehmen und dann rutscht der Dämpfer weiter durch. Das haben wir jetzt schon gemacht. Ist ja schon auf der tiefsten Stellung. So, die Teile hier, die stecken in so einer Hülse drin. Wenn du die rausnimmst, rattert der Dämpfer halt, also nicht rattert, aber dann kannst du einfach weiter durchschieben. Ja. Vielleicht können wir es von unten am besten sehen. Siehst du hier? Und dann kommt diese Position weiter durch. Kommt das weiter nach oben, ist das Fahrzeug höher. Mhm. Ja, da bewegen wir uns jetzt gerade. Jetzt kann man auch schön sehen, wie die, wie die Vorspannung fehlt. Ja. Mhm. Der Punkt ist natürlich der, wir bauen super viele Projekte, da will ich auch gar nicht in Schutz nehmen. Es ist das erste Mal, dass, oder Manu? Das erste Mal, wo so ein Teil wirklich, was jetzt auch leider ein sehr teures Teil ist, wo eine Fehlkonstruktion da ist. Also wir werden das Fahrwerk trotzdem so behalten. Wir werden, denke ich mal, eher das umarbeiten müssen, um dann da in die richtige Richtung zu gehen. Trotzdem ist mir das mal sehr peinlich und auch unangenehm. Trotzdem machen wir das Video, ne? Wäre doof, wenn nicht. Genau, dazu kam noch eine weitere Problematik, wo ich mit den KW-Ingenieuren sehr viel telefoniert habe. Und zwar das Thema von der ganzen Dämpferlänge. Weil das, unser Dämpfer ist ja, wie man sehen kann, auf der Hinterachse schon relativ kurz. Ne? Sehr kurzes Dämpferpaket. Das ist wirklich sehr, sehr wenig, aber das ist das
Minimum, was die Jungs sagen, dass das noch ausreichen würde, damit es auch in einem guten Verhältnis zwischen Vorderachse und Hinterachse steht. Natürlich auch alles mit Ausgleichsbehältern und können somit auch dann Druck- und Zugstufe alles verstellen. Also wir können den einmal hier unten verstellen, Rebound, und hier wird der Bump verstellt an dem Stoßhelfer. Was natürlich auch bei diesem Fahrzeug genauso wie bei dem Super Golf bedeutet, dass es eine ganze Menge Abstimmungsarbeit bringen wird. Der große Vorteil hierbei ist bei der Abstimmung, die nachher auf uns zukommt, dass das Auto thermisch und von der Belastung für den Fahrer kein Step ist. Das kannst du in Ruhe abstimmen und fährst einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter. Beim Super Golf nachher ist das eine ganz andere Baustelle, weil da bist du nach 20 Minuten fahren, hast du so den Kaffee auf und nach 20 Minuten fahren hast du nicht wirklich viel erreicht. Und die Frage ist, in welche Richtung stippst du das Fahrwerk da ab? Mhm. Hier ist es ganz klar gemacht, das Ding soll einfach fix um die Ecke gehen und sich wie ein M3 E30 benehmen, nur mit einem sehr modernen Aggregat, das auch nebenbei ganz normal läuft. Ja, ich bin ein bisschen angenickelt, weil es passiert halt, ne? Ist halt doof. Das heißt, wir müssen vorne und hinten nochmal rangehen ans Fahrwerk, wo wir dann auch nochmal genau auf die Technik eingehen, wenn wir das dann wirklich nochmal so verbaut haben. Dazu kommt, aufgrund der aktuellen Lage sollten eigentlich Felgen heute kommen, die sind auch nicht da. Die Felgen, kann ich euch jetzt schon sagen, die auf dieses Auto kommen, sind die besten Volltrefferfelgen, die wir je gemacht haben. Ich habe schon Fotos bekommen, die zeige ich aber noch nicht. Von der Felge einzeln her oder meinst du von der Kombination mit dem Auto? Ja, nein, mit der Kombination mit dem Auto. Okay. Also mehr kann man nicht machen. Also mehr ist echt nicht drin. Das ist voll in die Fresse. Echt, das ist echt in die Fresse. Aber nur für den BMW E30-Liebhaber. Ja. Der wird so da sitzen, so. Chapeau. Hinterachse, das kennt ihr alle schon, ne? Das ist hier noch unser Testrohr. Hier sieht man jetzt, wie das Pushrod dann oben reingeht. Ja. Ne? Und kommt dann im Kofferraum wieder raus. Schauen wir ein Stück runter. Nebenbei unser schicker Auspuff jetzt hier. Wow. Abgaslager hast du auch noch nicht gesehen, ne? Nein. Ach so. Zeig ich mal her. Also, wir kommen dort unten an, fahren die normalen M4 Downpipes. Gehen zweiflutig wie der originale M4 damals auch bis zu der Mitte hin. Haben dann dort unseren großen Endmittelschalldämpfer verbaut. Jetzt geht an derselben Seite rein raus, oder wie? Ja, genau. Wir gehen rein, hinten einmal 180 Grad rum und kommen dann wieder raus. Ja. Trennen uns hier, das konnten wir wirklich nicht anders bauen aufgrund des Differentials, weil er so viel Platz in Anspruch nimmt. Ja. Trennen uns an der Stelle, gehen dann wieder zusammen. Hinten raus, damit die originale E30-Optik dann zustande kommt. Deswegen ist das alles so schwarz umwickelt komplett, wegen Hitzeschutz? Oder wegen was? Hitzeschutz, okay. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben halt... Sieht aber geil aus, ne? Mit dem Schwarz so. Könnte man öfters machen. Ja, Tankentlüftung, alle möglichen Teile, die der originale M4 hatte, sind halt auch alle übernommen worden. Aber ich möchte eigentlich zum Schluss so ein Komplett-Erklärvideo machen vom ganzen Auto. Ja, auf jeden Fall. Das macht am meisten Sinn. So finde ich es immer ganz lustig, dass ihr so kleine Einblicke bekommt, wo wir gerade dran sind. Und weil wir das schön kontinuierlich weiterbauen wollen, können wir euch nicht immer mitnehmen. Mhm. Deswegen gibt es auch manchmal so große Sprünge, wo man die Bauphase nicht sieht. Es liegt halt daran, weil ich Amando auch nicht auf den Sack gehen will, weil der halt auch heiß wie Frittenfett ist und sagt, ja, du kannst es jetzt nicht bauen. Warum? Ah, Chef ist nicht da. Ne? Oder das ist halt Kacke. Habt ihr noch gar nicht gesehen, ne? Den Kofferraum jetzt so in weiß, oder? Ja, ich glaube, weiß schon, aber noch nicht, wenn die Pushrod-Stangen durchgehen. Das hat man noch nicht gesehen, glaube ich. Okay. Ja, das sind noch nicht die richtigen, weil dazu kommt nämlich noch, der originale M4 hat nämlich G-Sensoren hier am Dämpfer montiert. Diese hier. Siehst du das? Ja. Vier Stück. Und diese vier müssen nachher auch an unser neues Fahrwerk montiert werden, in dem richtigen Winkel, in der richtigen Position. Das hast du schon mal gesagt im Video. Habe ich schon? Das Richtige ist, ja. Genau, und das heißt, diese Sensoren finden nachher ihren Weg auch an die Pushrod-Stange. Das heißt, sie werden nicht mehr auf dem Dämpfer sitzen, sondern die sitzen auf der Pushrod-Stange. Die Pushrod-Stange ist ja eigentlich nur ein verlängerter Arm für den Dämpfer. Ne? Leitet die Energie so um, über einen Dreiecksarm, dann runter Richtung Stoßdämpfer. So sieht der Kofferraum jetzt aus. Hier ist unser Tank. Hier haben wir auch eine sehr schöne Lösung selbst gebaut. Und zwar haben wir beim Flo, bei der Lada-Manufaktur, haben wir einen Ring fräsen lassen. Weil BMW hat dann ein eigenes Patent, was für die natürlich ganz einfach ist. Haben die reingespritzt in das originale Plastik, wo dann der Dichtring mit reinkommt. Oben ein Konterring. Und dann, wie das normal, jeder BMW-Schrauber kennt das, mit so einem kleinen Hämmerchen kannst du ihn dann so gegenkontern und fertig. Jetzt wollten wir natürlich eine originale BMW M4-Pumpe fahren. Was sich natürlich jetzt schwierig gestaltet, weil wir auf dem Blech nicht das alles so reindrücken können. Also haben wir einen Ring fräsen lassen mit demselben Patent,
haben den hier drauf gelötet auf den dünnen Blechtank. Auf den dünnen Blechtank. Siehst du hier? Hier ist so eine Nut, so ein Ring drin, wo der Gummidichtring nachher reinkommt oder original auch sitzt. Mhm. Mit diesem Verschluss. Ja. Der das dann so einspannt, die Pumpe. Ne? Die Pumpe sitzt hier zwischen und dann verschließt er das so. Und wir haben es jetzt so gemacht mit zwei Ringen. Der eine dran geschweißt, der andere oben dann gegengeschraubt. Ja. Und haben dann das Benzinpumpensystem hier zwischen sitzen und können das ganz normal montieren und demontieren. Und die originale M4-Pumpe sitzt dann wie im Plastik-Originaltank auch in derselben Position. Okay. Inklusive Tankentlüftung und allen einzelnen Bauteilen. Das System, das Pushrod-System sitzt nachher hier. Hier siehst du, wo dann nachher die Pushrod-Stangen durchkommen. Das sind unsere einzelnen Sicherungskästen. Oder hier Verstärker fürs Navi. Alles drin. Alles am Start. Alles am Start. Geil. Genau, das ist halt jetzt gerade so ein bisschen doof mit dem Fahrwerk, aber ich habe was ganz anderes, was ich euch zeigen kann, was ich selbst noch nicht gesehen habe. Ja. Was aber jetzt den absoluten Vogel abschießen wird. Vorsicht, Freunde, jetzt kommt's! Neben den Felgen, die eigentlich jetzt da sein sollten, aber wir haben eine gute Entschädigung für die Felgen. Die Firma Recaro bringt in ein paar Tagen ein neue Sitze raus. Na, der Basissitz ist der gleiche, aber ein neues Konzept, ein neues System, was man machen kann mit so Retro-Sitzen. Okay, so eine Klassik-Line. Ja. Bist du bereit? Ja. Und ursprünglich wollten wir die Stoffe von den originalen vorderen Sitzen des E30s, haben wir auch schon auseinandergefuddelt, ausschneiden und wollten selbst das beziehen auf unsere Pole Position, die wir noch haben. Und dann meinten die, nein, Herr Krämer, wir haben eine viel bessere Lösung. Und diese Lösung ist jetzt hier drin. Dass ich Recaro liebe, habe ich schon mal gesagt, ne? Das hast du schon ein oder zweimal maximal erwähnt, ja. Okay. Warte. Ja, pack erst mal aus. Ey, der Innenraum von dem Auto ist mindestens so geil wie das Auto nachher. So, dann haben wir denen ein Muster geschickt. Ja? Von dem Stoff. Ja. Und haben gesagt, boah, das wäre schon geil, wenn der Stoff so wäre. Ja. Okay? Ja, ich halte das zu noch. Und dann haben die uns das hier geschickt. Geil. Ist das krass? Auch mit dem klassischen Recaro-Logo da drin. Der Stoff ist wirklich 1:1 der Stoff, der auf der Rücksitzbank ist. Ja. Und jetzt pass auf, der Innenraum ist, glaube ich, auch schon ein Stück weiter, als ihr ihn kennt. Wir stellen den Sitz mal da rein. Leute. Ja, das ist ein Leute. Ist das krass? Vor allen Dingen, guck mal von hier. Jetzt siehst du, das ist das, was ich eigentlich wollte. Die Verschmelzung von diesem M4-Tacho. Das M4-Lenkrad, der Doppelkupplungshebel da unten, der Erlebnisschalter von BMW, dann der Recaro Pole Position Sitz, aber dann trotzdem dieser klassische Stoff. Ja, das ist ja auch eine Türtafel, ne? Wenn ich jetzt genau, hier so gucke, siehst du es ja auch. Das ist ja nicht zu erkennen. Pass auf, warte. Okay, der ist jetzt sauberer. Ja, krass. Das ist wirklich so. Geil, ne? Ja, geil. Echt. Ultra geil. Fett. Das nenne ich schon echtes Show-Auto. Das ist schon ein Show. Weil ein schwarzer Sitz hätte es ja auch getan. Ne? Also wir bauen es jetzt noch vernünftig alles ein. Aber, ach so, ich dachte, der kommt einfach raus. Nee, aber hätte man jetzt zum Beispiel Leder Recaro Pole Position reingemacht? Hätte nicht gepasst, ne. Doch, wäre ja auch okay gewesen, klar. Das, aber so Armaturenbrett ist ja auch, klar. Nee, Leder sieht, glaube ich, zu modern aus. Das ist, so ist das schon besser. Ja. Der komplette Ledersitz wäre so ein bisschen Fremdkörper gewesen. Ja. Aber so. So ist perfekt. Der sieht ja fast aus, als ob der von 1990 wäre. Ja, auf jeden Fall, ja. Sieht geil aus. So, Sitze rein und dann geht's weiter am Text. Bis gleich. So, eigentlich müsste meine Laune gar nicht so gut sein, weil beim E30-Projekt läuft es nicht ganz so gut. Wir haben jetzt nochmal die Hinterachskonstruktion, das Pushrod-System zum Flo geschickt. Der fräst unsere Rockerarme nochmal um. Da war ja das Problem, dass es nicht ganz passte. Ja. Das ist also jetzt gerade nicht da, aber wir haben das Fahrwerk jetzt so präpariert, dass es quasi in der normalen Fahrhöhe wäre. Die Sitze kommen jetzt rein. Die Sitze sind schon mal in Position. Der fehlt aber krass weit aus vorne, ne? Ja, das ist falsch jetzt. Das ist die Dämpfer vorne sind nicht drin. Okay. So sieht das nachher aus, aber das sieht man gleich, wenn es ganz komplett eingebaut ist. Aber guck dir mal an, wie schön das Recaro-Logo mit dem alten Stoff in Verbindung da so sitzt. Das sind Sachen, die mich sehr, sehr, sehr stark bewegen. Ja. Das ist wirklich schön, weil es ist neu, aber es ist ja eigentlich alt. Ja.
So, und jetzt kommt der Oberclou. Eigentlich war das gedacht für ein separates Video. Aber jetzt sage ich, scheiß drauf. Weil ich will euch ja irgendwas bieten. Wir haben jetzt folgende Sachen noch, die wir machen. Ich habe schon mal angeteast, ne, was wir Felgen dafür machen. Ne? Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. So, diese Felgen sind jetzt hier. Ich habe sie noch nicht in echt gesehen. Okay. Ich habe aber Fotos gesehen. Und bei den Fotos habe ich den Jungs von Rotiform geschrieben, das sind die besten Räder, die wir bis jetzt gemacht haben für ein Projekt, wo das Raddesign passt zu dem Auto. Ja, also das auf dem Foto haut es mich komplett um, das will gleich auf dem Auto aussehen. Da macht der Peter einen doppelten Salto rückwärts. Wäre krass, wenn er das hinkriegt. Ja, wäre krass. Auf jeden Fall gucken wir uns die Räder jetzt an, machen die Räder drauf und dann passiert noch etwas. Wir werden die Folie abziehen vom Auto. Und ich finde, da wir immer das Marl-Design drauf hatten, also ich finde, ich habe einfach keinen Bock mehr auf das Design, weil das Design verbinde ich auch ein bisschen mit Pech. Weil, das war ja da drauf, das Auto sah super gut aus, wir sind damit echt wenig gefahren. Ein bisschen gedriftet, ein bisschen so gefahren, aber das war ja alles irgendwie nicht so der Oberhit. Deswegen haben wir mehrere neue Marl-Designs gemacht. Mhm. Weil ich möchte auch, dass er als Marl-Auto fährt. Wir haben mehrere neue Marl-Designs gemacht und ihr könnt zum Schluss abstimmen, welches draufkommt. Eigentlich mache ich das nicht. Weil eigentlich sage ich, ich entscheide die Scheiße selbst, weißt du? Aber ihr könnt es selbst entscheiden, okay? Ja. Was draufkommt. Okay. Weiß es 3 oder 4. Sollen wir das dann wieder mit Facebook-Bildern machen und gefällt mir? Oder willst du eine Abstimmung machen? Oder? So, was sollen wir bei YouTube machen? Ich weiß nicht, ob man bei YouTube nur 2 Sachen angeben kann, das weiß ich nicht. Nee, nicht eine Abstimmung, sondern ich würde immer sagen, so mit einem Like und einem Kommentar. Oh Mann, der war gut. Ach so. Egal. Also. Kann man natürlich auch machen. Hä? Dass wir 3 Kommentare machen und die Leute liken. Genau, das wäre am einfachsten, ne? Ja, dann machen wir das. Problematik ist jetzt nur, ich habe jetzt noch 5 Designs. Der Max hat die Designs gemacht. Der hat 20 gemacht, gefühlt. Richtig. Und Max und ich müssen uns erstmal eingrooven, dass wir so eine Sprache sprechen. Aber das hat er schon echt ganz gut drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt sind wir so bei 5. Gab es noch 4? 5. Also 5 habe ich in meinem Handy. Ja. Das gucken wir aber erst gleich. Erstmal gucken wir die Felgen. Jetzt könnte das Video doch lang werden, ne? Merke ich. Keine Ahnung, was du noch alles davor hast. Nee, was wir schon gedreht haben. Ach, das ist... Ah ja, okay, ja. Dann schon, ne? Dann wird es lang. Müssen wir uns beeilen. Ja. So, weil die Felgen sind drauf und viele dachten ja, die Felgen kommen drauf. Nein. Die Felgen kommen nicht drauf. Und meine Pechstände kann auch jetzt weitergehen. Weil die Felgen, die wir jetzt gemacht haben, das ist schon Arsch und Eimer Passung zu den Bremssätteln. Und Einbrisstiefe und Felgenbreite. Das kann in die Hose gehen. Ich sag's nur. Sind die viel breiter als die Serien M4er wieder? Das ist doch bitte. Ja. Ne, geht. Also, ich wollte ja einfach, dass das Auto aussieht wie ein DTM-Auto. Aber dieses DTM, es gibt ja Felgen, wie dieses DTM-Auto ist. Ja. Aber das ist alles 18 Zoll. Aber wir haben ja groß Keramikbremse. Nix gut mit 18 Zoll. Nix gut für 18 Zoll. Richtig. Also brauchen wir größere DTM-Räder. Richtig. Sehr gut. Und die sind jetzt hier drin. Und vielleicht werden manche von den Jüngeren sagen so, sag mir nicht das Design, ich weiß gar nicht, warum man das so hart feiert. Die aber die Autos von früher kennen, werden sagen, Hut ab, Herr Krämer, Chapeau, das ist ein Volltreffer. Der falsche Deckel ist jetzt noch, den Deckel, ich renne gleich los, wenn die Felge zu sehen ist, und schraube den richtigen Deckel noch rein. Okay. Noch nicht zu hart feiern? Ja. Ich bin sofort zurück. Wir machen gleich ein Bild rein von der Originalen. Ja. Und dann das Bild von der, und dann sieht man, das ist eine modifizierte 2020er Version von dem Rad. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das gleich aussehen wird. Das wird euch gleich so dermaßen wegklatschen. Nice. Cool. Die. Jetzt muss ich scheiße nur drüber passen. Ne? Das heißt, wir nehmen mal eine hintere mit nach da zum Auto und eine vordere und gucken erstmal, wie die Fallgängigkeit ist zum Bremssattel. Ich kann mir das Design auch nebenbei vorstellen für die ganzen E30 Jungs in 18 Zoll oder sowas. Oder auch E36, egal wo. Ich kann mir das schon echt sehr gut vorstellen. Gibt es die jetzt nur einmal oder wird die ins Programm? Die hat den Jungs bei Rotiform auch so gut gefallen. Ja. Das ist ja eigentlich auch irgendwie eine abgewandelte BLQ. Okay. Ja, wir können mal BLQ reinmachen, wie die aussieht. Eine abgewandelte. Und jetzt sind wir am Überlegen, ob wir das Rad auch als Gussrad bringen. Und dann mit TÜV. Genau. Ist halt nur der Punkt, wenn wir das jetzt entscheiden, bis wir das haben als Gussrad mit TÜV und als Lagerware,
Sprechen wir von 2021. Ja. Das ist freigängig. Was du hörst, ist der Bremsklotz. Aber haarscharf, oder? Also das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Pass auf, ich will jetzt mal versuchen, bis mir das... Nee, da musst du unten. Du musst von da... Pass auf. Guck mal bitte von hier. Dann können wir gar nicht gut kontrollieren, umso mehr wir drehen, ob wir irgendeine Verletzung an der Felge sehen. Alter Verwalter, das habe ich noch nie gesehen. Alter, ist das echt. Armando, komm mal bitte. Aber bewegt sich das wirklich, also kann das gar nicht da dran kommen? Hat das nicht ein bisschen Bewegung? Ein bisschen schon, ne? Wir gucken mal in dein Gesicht und dann verstehst du, was ich jetzt nicht sagen kann. Au. Au. Das berührt aber nicht. Siehst du ja hier, guck mal. Ist keine Verletzung am Lack? Hm. Das ist mein. Aber es passt. Ja, gut. Ist hinten enger oder genauso? Hinten ist Platz. Hinten ist mehr Platz. Vorne ist die Kacke. Jetzt muss natürlich noch das gleiche, wenn es auf dem Boden steht, muss das natürlich noch irgendwie... Ja, das wird aber funktionieren. 18 Zoll und eine kleine Bremse jetzt ja voll getan. Ja. Dann machen wir hinten drauf. Oh, oh. Also, ich erkläre euch eben die Problematik, die ich hatte beim Messen. Oh, ich habe kein gutes Gefühl. Der Punkt... Ja. Ich muss ja diesen Punkt bestimmen, ja, im Verhältnis zu der Auflagefläche. Ja. Okay? Und jetzt werden wir sehen, ob ich mich gut fühle gleich oder nicht. Ah, oh, ja, da kommt es, glaube ich, schon dran da vorne. Ja. Scheiße. Wir machen da mal 5 mm drauf. Ja. Das ist in etwa die Höhe. Die Farbe, ne? Farbe, ja. Also so ist mir der Fehler passiert. Das Verhältnis zwischen ausgefedert und eingefedert ist so groß, der Unterschied. Schau mal hier. Jetzt habe ich den Platz hier. Ne? Mhm. So. Das Auto kann natürlich mal ganz ausfedern. Also ich würde sagen, wir gehen mit dem Schwingschleif, wir gehen einmal drüber nochmal und nehmen ein bisschen was weg. Da ist er schon ein bisschen mehr. Dahinter. Ui. Aber das passt, das passt. Ein paar Millimeter weiter nach außen, dann sparst du dir das. Kannst du ja. Durch die Gewindestangen kannst du ja weiter nach außen mit dem Rad. Achso, ja, das stimmt, das würde gehen, ja. Das stimmt. Wir sehen 7 mm aus, Claudio. Ja. So, muss hoch. 7,5. Warte mal, wir haben 155 der Durchmesser, 7,5 sind 15 mm. Probier bitte. Ja. Danke. Ja, kein Problem. So, das ist die ST-Scheibe, die hat ja flexiblen Lochkreis. So, da kann man adaptieren auf ganz viele verschiedene Lochkreise. So, wir haben jetzt eine relativ kurze Zentrierung, das kann man ganz schön sehen hier durch die Felge. Das heißt, die Felge ist jetzt nicht zentriert über diesen Mittelkreis, das ist vom BMW. Ja, da muss die Felge eigentlich drauf sitzen. Das heißt, wir müssen nachher diesen längeren Kranz hier adaptieren, damit wir hier die Zentrierung wieder haben. Aber jetzt zum Testen ist das Peng. So, Rad dreht sich. 7,5 mm, was peinlich ist, 7,5 mm. Oh, ganz klar. Wir können ja das Rad noch ausrichten. Ja. Guck mal. Warte, hier. Hier, guck mal hier. Jetzt ist er da wieder dran. Ja, jetzt kann ich nicht mehr drehen. Ja. Jetzt verschiebe ich die Schubstange hier hinten. Und ich kann wieder drehen. Krass. Das liegt daran,
Das ganze Rad ist an zwei Armen geführt. Und wenn ich jetzt hier ziehe, dreht sich das Rad im Rathaus so rum, so rum. Also Vorspur stellt sich quasi damit ein, ne? Ja. Aber das heißt dann, dass es auch negativ fürs Fahrerlebnis sein könnte, ne? Exakt, kann passieren, ja. Ja, kriegen wir von hinten, ich denke auch. Ja. Nur ist für mich halt immer peinlich, ne? Doch, für mich, also ich hasse sowas. Also für mich ist das echt Abfuckparty. Echt Abfuckparty. Gut, dann montiere ich das Rad jetzt schon mal drauf, dass es auch drauf bleibt. Bis gleich, tschüss. So, wie versprochen zeigen wir euch jetzt alle vier Designs. Mir ist auch klar, dass das in ganz weiß. Vier. Letzte vier Designs. Letztes Mal hast du noch fünf gesagt. Nee, vier. Ich habe noch mal eins aussortiert. Okay. Alle sehr ähnlich, aber irgendwie auch gar nicht ähnlich. Wolltest du nicht auf drei runter sogar? Nee, schaffe ich nicht. Schaffst du nicht? Nee, das schaffe ich nicht. Okay. Aber auf jeden Fall, ich finde den in weiß auch ultra geil. Aber ich möchte den einmal in diesem Rennwagen-Look haben. Muss ja auch nicht lange drauf bleiben. Ja. Ne? Aber ich finde es halt echt, echt, echt sexy. Also, Design Nummer 1. Also alle sind schon mal dezenter. Es ist mehr Weißfläche zu sehen. Finde ich mega, mega geil. Design Nummer 2. Ähnlich zu 1. Die C-Säule ist halt nicht mit inbegriffen. Design Nummer 3, finde ich, ist das erste, was so ein bisschen rausbricht aus der ganzen Geschichte. Also alles ist im 80s-Style. Ne? Da, also es passt zum Auto, 90s, 80s, wo das Ganze so gefeiert wurde. Deswegen würde ich zum Beispiel niemand so ein Design wie sowas drauf machen. Niemals. Ja, das wäre sowas von falsch, weil es einfach wäre echt kacke. Genau, und das vierte Design finde ich persönlich sehr stark, ist weniger weiß und hat einen sehr, sehr cool, also Kompliment an Max, einen sehr geilen Kompromiss zwischen Retro und Modern. Wir werden jetzt drunter schreiben, 1, 2, 3, 4, ne? Können wir das machen? Ja, wir machen vier Kommentare unter dem YouTube-Video und das Kommentar mit den meisten Likes. Genau. Ist das Kommentar, was am besten gefällt. Das genau. Sagen, was am besten gefällt. Das machen wir, vielleicht machen wir auch nochmal bei Instagram auch nochmal, vielleicht. Ne? Und dann machen wir dazwischen so einen Kompromiss. Ich bin sehr gespannt, also ich habe keinen Favoriten, muss ich echt sagen. Ich finde alle vier gut. Viele, viele Negativsachen, ne? Fahrwerk, all das. Felgen, so, also das ja, war zerrüttet, Mensch. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Aber die Sonne scheint und es ist gut und deswegen habe ich auch nicht so schlechte Laune. Nicht so wie gestern, weil das andere war gestern gedreht. Tschüss.